Der nächste Wald erwartet uns. Die ist verschlossen, aber ich meine, ja, wir haben noch ein Lockpick. Eine Rüstung. Protection plus 3. Und die hat 4. Und Energie plus 5. Also höchstens was. Tja, für den Magier eher. Allerdings auch mit diesem. Da muss man Light Armor für haben. Also nicht so prickelnd. Fackel kann der Magier haben. Ja, also nicht so toll. Nicht so toll, die Rüstung. Wir werden bessere finden. Wow. Will ich auch haben. Ist er jetzt da hinten gelandet? Ne, da sind noch viel mehr von den kleinen Viechern. Ja, mit Essen werden wir immer noch zugeworfen. Wow. Oh, hier darf man sich schnell mit bewegen. Shrine of Pain. Ja, man sieht nach Schmerzen aus. Die Viecher wollen nicht kommen zu uns, habe ich das Gefühl. Kann man da hinten absteigen? Nein. Man kann tauchen. Witzig. Und für wie lange? Oh, 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 oh. Ich glaube, denen geht hier gerade die Puste aus. Ah. Ist ja witzig. Komm mal rüber. Na komm, put, put, put. Tja, wenn er es fallen gelassen hat, dann ist er im Wasser. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, unbedingt in den Dungeon muss ich jetzt nicht rein. Oh, man kann einfach reinfallen. Nicht so das Problem. Sah gefährlicher aus. Die Brücke ist kaputt. Aber vielleicht kann man die irgendwie reparieren oder so. Na ja, komm. Schauen wir uns mal die andere Seite der Insel an. Hm. Du hast a keen eye and a sharp aim. They entered. Sharp aim. Also. Schießen. Ne. Das war nix. Ne, sehe ich aber sonst auch nirgendwo was. Kein Durchkommen. Tja, wenn man auf der anderen Seite rauskommt. Wo ist denn jetzt hier denn, wo wäre denn hier die Leiter jetzt?
Das ist aber weit weg hier. Die irgendwie so eine Art Unterwasser-Tauchgerät haben dann später. Was sagt die Karte? Dass ich nochmal zurück könnte. Hab ich noch was übersehen da? Noch einen Weg? Aber ich glaube, hier ist nichts. Einfach nur der andere Weg. Wenn ihr auf zwei Möglichkeiten dahin kommt. Na, sieht ganz so aus. War wirklich schon in die Hallen des Schmerzes? Sieht ganz so danach aus. Ja, ich werde das Ganze mal speichern. Bevor ich da durchrenne. Ist irgendwie gut gegangen. Ja, so eine Nachricht. Ja, nur was über die Falle. Können wir die hier ausstellen oder sowas? Ich muss eh im Nahkampf ran, also. Ui, der hält gut was aus. Frage ich mich nur, war hier noch was anderes oder? Weil es da vorne noch so eine Abbiegung gab. Ich habe jetzt aber auch nicht wirklich Lust. Weil da ist doch eine Truhe. Es geht hin und her. Ich kann aber keinen Schalter oder so finden. Kann natürlich auch sein, dass der Schalter irgendwo... Das wäre ja richtig fies. Wenn er irgendwo hier auf dem Weg ist, ne? Schwer zu sehen jetzt hier im Dunkeln, ob da irgendwo ein Schalter an der Wand ist. Ich gehe mal in den nächsten Wald rein. Ja, auf ein komplett anderes Gebiet hier. Immer wieder die Möglichkeit, wenn man ins Wasser gefallen ist, hochzugehen. Wow! Oh mein Gott. Komm, zack, zack, zack. Wir müssen so schnell wie möglich uns einen Weg frei bahnen, damit wir nur noch einen Gegner haben. Verdammt, und der hat keinen Mana mehr. Das ist eine nette Falle gewesen. Oh Gott. Ja, wird Zeit für den Mana-Trank. Wir brauchen den Feuerball einfach. Der letzte.
Ah, doch nicht so schwer gewesen. Aber wenn man da zu lange in der Mitte geblieben wäre, stelle ich mir böse vor. Und der hat jetzt hier wieder eine Feuerarm. Ich hätte gedacht, das wäre eine Armbrust gewesen. Schade. Ah, kommt die zum Rest. Oh, hoher Schadenswert. Aber eben. Feuerarm 3. Nee, dann glaube ich, wird das doch in Richtung 2 Deutsche gehen. Da ist so eh so viel im Nahkampf. Aber witzige Falle. Wenn du da unvorbereitet bist. Direkt mal schlafen, dass sie ein bisschen sich hier erholen und auch er wieder ein bisschen mehr Mana hat. Wieder so ein Schalter, so ein Block, den man hin und her schieben kann. Da war ein Schalter. Hier ist nur ein Gebüsch und noch ein kleiner Pilz. Eigentlich möchte der, dass der Block auf den gelben drauf ist. Kommen wir aber jetzt noch nicht hin. Weswegen wir den jetzt nach hinten schieben müssen. Und weiterschieben geht nicht. Ein Loch in der Wand. Jetzt können wir den zurückschieben. Jetzt müssten wir auf die andere Seite kommen. Tun wir aber noch nicht. Und den Block müssen wir eigentlich von dahinter anschieben. Oder der schießt. Der Block mit dem Schalter hier. Und wir müssen ausweichen und... Jawohl! Hab ich mir noch gedacht. Okay. Und sogar noch ein Blockpick. Jetzt haben wir hier in der Truhe drin Essen und ein neuer Spruch. Aber es ist ein Rezept zum Kochen. Ja, dann geben wir das doch an den Magier. Ah, hier sehe ich nichts. Keinen Schalter oder sowas. Jetzt kriegen wir den aber jetzt hier nicht bewegt. Können nur den anderen, von der anderen Seite jetzt schieben. Ist hier noch was? Tatsächlich ein Lederhelm oder sowas. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. So, jetzt können wir den ersten Schalter da betätigen. Wir brauchen beide. Wir brauchen beide. Wie kriege ich den denn jetzt? Auf die an. Kriege ich den. Wie komme ich denn da jetzt auf die andere Seite, wenn ich da nicht durch. Moment. Dann muss doch hier irgendwie. Muss doch was aufgehen. Nicht? Vielleicht muss ich den Block auch erstmal auf den anderen schieben.
Ich kann den nur von der Seite schieben. Ich bin nicht schnell genug, um dahinter zu kommen. Was übersehe ich denn? Das Gitter wurde aufgemacht. Bringt das was? Aber was sollte das bringen? Was sollte das bringen? Ich wüsste es nicht. Irgendwie nicht vorstellen, dass hier so ein versteckter Schalter an der Wand ist. Was übersehe ich denn bei dem Rätsel? Ist auf jeden Fall die Mauer drin. Schiebt der den an? Nee. Oh, da hat jemand Hunger. Gucken wir direkt mal die anderen nach. Wir haben so viel zu essen. Nee, der bewegt ihn aber nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der den bewegt, wenn das Ding aus ist hier. Versuch was wert. Ich möchte dahinter. Ja, ich höre die Gegner dahinter. Hallo. Nichts mit euch machen. Und das ist ja auch kein Weg durch. Wäre so schön einfach, wenn ich den... Aber ich kann den nicht von hier aus bewegen. Immer nur dieses Schieben von der anderen Seite. Da ist was. Oh. Das war aber echt fies versteckt. Beide zusammen. Das Tor geht auf und Mr. Steingude kommt nicht durch, der oder ab. Komm mal her! Schaden machen sie nicht mit ihren Waffen, ne? Und dem Steingolem, ey. Wirklich wenig.
Schaden. 12. Das hat gereicht. Ein paar Steine für unsere Steinschleuder zum Werfen. So. Der Magier. Die gute Frage ist, mehr Mana oder Accuracy? Also, dass er aus der zweiten Reihe dann auch angreifen kann. Das ist mir irgendwie lieber. Dass er überhaupt eine Möglichkeit hat, wenn er keinen Mana hat, dass er irgendwas machen kann. Sonst ist der Typ einfach nutzlos, wenn man keine Mana-Tränke hat. So, sind wir denn jetzt echt hier? Wow. Okay, wir sind umzingelt. Verdammt, ich sollte wirklich ausruhen, bis das Mana voll ist. Hier noch eine knappe Sache, glaube ich. Wir müssen abhauen, ich habe sonst keine andere Chance. Und ich höre die immer noch. Ach, Scheiße. Ja, mal gar nicht gut, ey. Boah. Puh, okay. Das war nicht gut. Also ab jetzt wirklich hier mal einen ganz ruhigen Schieben. Wir haben keinen blauen Kristall hier. Da hinten laufe ich bestimmt nicht zurück. Boah. So knallhart kann ein Rollenspiel sein. Keinen anderen Weg, als darunter zu laufen. Hier ist nirgendwo noch ein blauer Kristall gewesen. Ja, dann mal gute Reise. Vielleicht mit den anderen so lange ausruhen, bevor es noch schlimmer wird. Mein Gott! Netter Überraschungsbesuch gewesen. Sind wir hier richtig? Sieht so aus. Tja, aus Fehlern lernt man, würde ich sagen. Seite. Eigentlich kann ich dem Weg hier folgen. Ich meine, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, einen wiederzubeleben, ist ja schon nicht so verkehrt. Da ist er ja schon, der Stein. Bewacht von einer mächtigen Schildkröte. Bringt ihn wieder zurück. Puh. Ein Glück. Ich meine, das Spiel ist auf 4 Charaktere angewiesen, also es wäre ein bisschen krass, wenn man das nicht mehr machen könnte.
Und direkt am Anfang so, hey, du hast nur noch drei Leute, viel Spaß für den Rest des Spiels. So, jetzt müssen wir wieder beim Schloss sein. Ich habe auch schon die netten Klingendinger. Kommen alle Viecher wieder, wenn wir weg waren? Könnte man sich ein bisschen Erfahrung aufbauen damit. Ich weiß nicht, ob die Gegner auch mitleveln. Was ist denn ein Unterschied? Der ist jetzt nicht wirklich stark. Im Vergleich zu den anderen. Hintenrum, genau. Da waren wir noch im Erkunden. So, jetzt weiß ich gar nicht. Hab ich hier schon alles gemacht? Da bin ich jetzt einfach hier nur gerade wie ein Verrückter ran lang gelaufen. Wake me up, erwecke mich. Einmal reingeschossen und schon ist das. Ist die Brücke wieder da? Ein Teleporter? Vielleicht der Ausgang aus der Höhle? Mal wieder Zeit werden für einen kleinen Dungeon. Und den nächsten Teil. Bis gleich.